So, übrigens, danke für 100 Abos. Das hat mich sehr gefreut. Ja, ich weiß, es gibt viele, die sagen jetzt 100 Abos, was ist das? Die Zahl kenne ich gar nicht. Die wird gar nicht mehr angezeigt bei mir. Egal, ich habe mich sehr gefreut. Ich möchte mich dafür bedanken. Ich hoffe, es werden noch mehr. Ansonsten genießt das heutige Video. Es hat nicht viel mit Autos zeigen zu tun, sondern eher mit dem typischen TÜV-Wahnsinn in Deutschland. Mehr oder weniger. Es ist eher jetzt nicht ganz so viel TÜV-Wahnsinn. Eher so, wie viel Zeit man dafür aufwenden kann und wie viele Kilometer man zusammensammelt, wenn man wirklich mal eine richtige Antwort haben möchte. Ansonsten viel Spaß. Wir hören uns. So, guten Morgen, meine Lieben. Wir haben heute den TÜV-Tag. Das bedeutet, wir fahren jetzt erstmal zur ersten TÜV-Stelle. Warum zur ersten? Das erkläre ich euch später. Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen was aufbauen. Navi hat auch seinen Sinn, denn ich fahre jetzt erstmal 50 Kilometer bis zum nächsten TÜV, der nicht mehr in Hessen ist. Wir haben es jetzt was, 6.41 Uhr, haben ein bisschen Zeit, der macht ja um, keine Ahnung, 37 Uhr auf. Ich mache jetzt kurz noch die Kamera fest und dann babble ich euch noch ein bisschen voll und dann schauen wir einfach mal weiter. Bis dann, ciao. So, also, warum so viel Kilometer zum nächsten TÜV fahren? Es geht um meine Front, um mein Heck. Und da das Teil ja auch aus GFK ist, ist das alles ein bisschen schwieriger. Ich habe zwar ein Gutachten über die Festigkeit und über die Stoßfestigkeit und Splitterfestigkeit, aber ist alles nicht so einfach wie gedacht. Ist nicht so schlimm, man hat ja mehrere Möglichkeiten. So, deswegen fahren wir jetzt erstmal Richtung Aschaffenburg. Wir suchen dort den TÜV, mit dem habe ich gestern schon telefoniert. Hoffen wir mal, dass das positiv ausgeht und wenn nicht, ja, müssen wir uns einen anderen TÜV suchen. So blöd sich das anhört und da kann auch jeder sagen, was er will. Es kommt doch immer auf den Prüfer drauf an, wie er gerade drauf ist oder wie er dich mag. Wenn er dich nicht mag, ja, dann sieht das immer alles ein bisschen schlecht aus. Da kannst du mit Paragraphen kommen, das ist denen dann scheißegal. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber die Erfahrung ist leider da. So, ansonsten melde ich mich dann einfach später nochmal, ich weiß nicht, ob kurz davor oder kurz danach oder je nachdem, wie schnell das geht. Und dann erzähle ich ein bisschen was dazu, je nachdem, wie es gelaufen ist. Ansonsten sage ich erstmal bis später und gute Fahrt. So, wir sind jetzt da. Ich muss mir meine 5000 Zettel mal hier zusammensammeln. Und hoffen wir mal das Beste, dass ich irgendwie ein gutes erwische oder der einen guten Tag hat. Und so haben wir es jetzt, 7.44 Uhr. Mal gucken, wie lange es dauert. Ich melde mich dann nochmal. Bis dann, ciao. So, hat natürlich nicht funktioniert, war klar. Ich weiß gar nicht, wie lange hat es gedauert. 10 Minuten. Ich habe kurz mit dem Prüfer gesprochen und ich habe zwar hier ein Gutachten, aber dann fehlt noch das Brandgutachten und das Windverhaltengutachten. Gut, auch nicht schlimm. Das teste ich jetzt nochmal bei einem anderen TÜV. Der ist eh auf dem Weg nach Hause. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss ich mir was anderes überlegen. Also von daher, bis gleich. So, wir sind jetzt in Alzenau. TÜV Nummer 2. Und höchstwahrscheinlich auch der letzte für heute. Weil ich habe da so ein paar Infos gekriegt, die könnten unter Umständen wichtig sein. Ich melde mich gleich wieder, wenn sie wahrscheinlich genau das gleiche gesagt haben wie die andere. Und von daher. So, meine Lieben, das war hier natürlich auch nichts, aber das war zu erwarten. Ich habe jetzt nochmal telefoniert und ich fahre jetzt noch woanders hin. Namen werde ich jetzt hier nicht nennen, weil das ist ja wohl logisch. Ich hoffe, er kann mir da ein bisschen besser weiterhelfen, beziehungsweise einfach nochmal ganz andere Infos geben zu dieser Sache, weil die letzte Info, die ich habe, ist, selbst entweder die Abnahme machen zu lassen, was natürlich einen Arsch vor Geld kostet, dass man eine ABE hat. Könnte man machen, aber da habe ich leider nicht viel von, weil ich glaube, 170 Metern am Ende der Straße rechts abbiegen, schön, dann links abbiegen. Schön, dass du mir reinredest, du Navi-Ding. Aber wie gesagt, da werde ich vielleicht nicht so viel davon haben, weil die Teile, ich weiß nicht, wie oft die verkauft werden in Deutschland. Jetzt rechts abbiegen. Wieso denn rechts? Ach. W
Da könnte ich meine Fresse. Kannst du jetzt aber aufhören zu labern? Ich könnte sie eigentlich auch mal leise stellen. Jetzt links abbiegen. Ja, jetzt links abbiegen. Ich könnte höchstens mal eine Umfrage starten, wer die Teile auch haben möchte. Das ist dann mit einer ABE einfacher. Aber bis dahin möchte ich erstmal nur den einfachen Weg gehen. Weil die wollten mich jetzt hier eigentlich nach Würzburg schicken, aber das sind 100 Kilometer und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Lust, 200 Kilometer, beziehungsweise sind ja dann mehr, zu fahren, um dann dort zu erfahren, dass es auch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und von daher nehme ich jetzt in 300 Metern den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Den anderen Termin war. Also wenn ihr jetzt mein Gesicht sehen würdet, wenn man so redet, man wird unterbrochen, das ist immer phänomenal. Also, bis später erstmal. So, wir sind wieder unterwegs. Wir haben es jetzt 21:45. Und auf jeden Fall bin ich jetzt wesentlich schlauer. Und der allererste, der mal gesagt hat, die Möglichkeit ist da, da könnt ihr was machen. Und zwar nicht im illegalen Sinn, sondern im legalen Sinn, wenn wir schon mal dabei sind. Ist halt alles ein bisschen schwieriger. Man muss halt nur wollen. Wie im wahren anderen Leben auch. Man muss einfach nur wollen und dann geht das alles. Ich bin jetzt auf Weg zur Zulassungsstelle, weil ich noch was anderes eintragen lassen möchte. Beziehungsweise ein Teil wird wahrscheinlich noch mit null Problemen eingetragen werden. Das andere wird nach Marburg gehen. Weil man kann sich das Leben ja auch schwer machen hier. Aber von daher bin ich jetzt erstmal beruhigter. Den Rest mache ich jetzt so. Und das andere wird ein paar Tage dauern wahrscheinlich. Ich kann dazu ja auch nochmal ein Video machen. Das ist zwar nichts mehr Schlimmes, aber... Bitte in einem Kilometer von der Autobahn rechts abfahren. Ja, schön, dass du mir wieder reinredest. Ja, auf jeden Fall. Das ist Stand der Dinge. Hashtag TÜV-Wahnsinn. Kann man ja mal reinschreiben. Dann weiß zumindest, wer bis zum Schluss geschaut hat. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und nicht so viele Probleme damit. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir schreiben, vielleicht kann ich sie ja beantworten. Ansonsten einen wunderschönen Tag. Rechts abfahren. Bis dann. So. Nochmal kurz zurück. Ich war jetzt noch schnell was essen. Ich bin immer noch unterwegs, wir haben es 12.40 Uhr. Ich fahre jetzt noch mal kurz in die Werkstatt. Ein, zwei Sachen abklären. Und dann ist das auch gelaufen für heute. Nun endlich mal. Reicht ja auch. Den halben Tag damit verbracht, irgendwelche Sachen herauszufinden und Behördengänge oder was weiß ich für einen Scheiß. Mehr habe ich eigentlich gar nicht zu sagen. Wie auch immer, bis dann irgendwann mal wieder.